Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Summer Car auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, irgendwie war da so ein kleiner Fehler in meinem Spiel, glaube ich. Nachdem ich das Spiel gespeichert habe und neu geladen habe, sprang er dann auch wieder an. Ich kann es euch zeigen. Moment, ne? Wie ihr seht, er springt an. Ja, also er läuft jetzt. So ist fein. Also steht unserer Fahrt heute nichts im Weg. Einmal schön was wegbringen. Den Kilio wegbringen. Und den Kilio befüllen. Das müssen wir gleich erst noch machen. Allerdings ist mir was aufgefallen. Ja, wir haben vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen. Ganz toll, ne? Wir gehen das mal schnell zum Briefkasten, holen uns die Stromrechnung und bezahlen die mal schnell. Sonst ist echt blöd, wenn es nachher dunkel wird. Da laufen wir schnell hin. Ist eh noch früh am Abend oder früh am Morgen. Und dann machen wir den Kilio voll, bringen wir den weg zu dem kleinen Alkoholiker da. Hoffe, dass es diesmal klappt. Und ja, ich hoffe, ich denke mal, ich werde dann wahrscheinlich gleich noch durchfahren in die Stadt, noch schnell einkaufen. Nehmen wir uns den Kanister, müssten wir eigentlich, haben wir schon voll. Dann können wir gleich noch einkaufen und dann sind wir mit durch. Ja, also hier haben wir einmal Electric Company. Einmal bezahlt. Phone Company, auch bezahlt. Sehr schön. So, da ging dann schon wieder die Hälfte der Kohle drauf. Yay. Super klasse. Wehe, der Kilio schmeckt dem Typen jetzt nicht, dann leg aber biestig. Dann krieg ich da was mit dem Wok, dann überfahre ich ihn mit dem Trabi. So. Alles bezahlt. Jetzt können wir uns dem Kilio widmen. Das packen wir schnell ein. Dann schmeißen wir noch die Kiste Bier ins Auto, damit er was zu trinken hat. So. Ja, wir haben ja leider nur noch 5. Eine Flasche wollte er uns nicht wiedergeben. Der Affe. So. Ach, guck mal, Leute, wir haben wieder Licht. Sehr nice. Sehr nice. Hallo. Dann schmeißen wir uns jetzt mal die Bullen raus. So, Türmchen gebaut. Ich hoffe jetzt mal, der ist jetzt besser. So, heute machen wir es mal richtig ohne den Rucksack. Wir benutzen den Kofferraum. Dafür, wofür er eigentlich da ist, ne? Da mal einen Deckel drauf. Die packen wir noch so ein. Und dann schmeißen wir uns das in den Kofferraum. So. Auf geht's. Hat der auch einen Kofferraum? Er hat. Hallo. Ja, toll. Bleibt nur nicht auf das Ding. Ach, jetzt. Okay. Ja, man hätte auch drücken sollen. So. Ein schön tiefer Kofferraum, muss ich ja mal sagen. Oha, na gut. Jetzt holen wir uns noch die Kiste Bier, die schmeißen wir auch nach hinten rein. Und dann kann's losgehen. Ich habe mir mal einfallen lassen. Es sind ja Fragen gekommen, ob man die Fahrten nicht laufen lassen kann. Wir werden ein Stück laufen lassen. Hallo. Und ja, den Rest werdet ihr dann sehen. Den werde ich animieren, dass es ein bisschen schneller läuft. Also in schneller Geschwindigkeit. Mit ein kleines bisschen Musik im Hintergrund. Sehr schön. Klappe zu. Und ich hoffe, das ist dann so in Ordnung. Ich schneide euch also nicht mehr raus erstmal. Das werden wir dann vielleicht nochmal machen in späteren Folgen wieder. Mal schauen. Gucken, was da von der Resonanz kommt. So. Ah, schmeiß an den Hobel. Anschnallen gibt es hier auch nicht. Okay. So, dann machen wir los hier. Gut, Leute, dann fahren wir mal los.
Ja, Leute, wir haben das gleiche Problem schon wieder. Also, ich habe jetzt mal festgestellt, sobald man den Wagen abwirkt, springt er nicht mehr an. Gut, kurze Cutscene, kurz speichern. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ja, nach dem Neustart hoffe ich mal, funktioniert es jetzt. Wir werden es gleich sehen. Lassen wir uns überraschen. Also, ich würde vorschlagen, ich glaube, mit Einkaufen in die Stadt, das wird heute wieder nichts. Da warten wir dann, bis wir dann das andere Ding haben. So, jetzt müssen wir uns noch hier schneller mal ran und dann die machen wir schon los. Brauchen wir nicht mehr. Ja, dann kommt er. Gut. Also, wie gesagt, dann müssen wir mal gucken. Ich habe da schon Bug Report gemacht. Nichtsdestotrotz ist die Mod natürlich geil. Die ist schon, die hat schon was. Also, da kann man nichts zu sagen. Aber nun gut, wir fahren weiter. Okay, Leute, ich habe einmal vergessen, Zwischengas zu geben und schon springt er nicht mehr an. Nun gut, aber wir sind ja da angekommen, wo wir wollten eigentlich. Jetzt holen wir uns den Kiwi hier noch raus. So. Ja, rutsch runter, kein Problem. Klappe zu. So. Dann macht das Licht aus. Gut, Leute, wir haben auf jeden Fall schon mal geschafft, hierher zu kommen. Wir sind noch nicht ganz da, aber die 5 Meter laufen jetzt so. Und dann wollen wir mal gucken, ob er uns jetzt den Kiju abnimmt. Wir gucken mal, wir schauen mal und wir testen. Und wir schmeißen eine raus. Ja, dann wollen wir mal gucken hier, ob er den jetzt nimmt oder nicht. Ja, komm, nicht quatschen, probieren, Junge. Hau dir die Kacke hinter, Junge. Gib Gas. Oh Mann, der lallt aber ganz schön, ne? Ich glaube, das war schon zu heftig für ihn. Das verträgt er doch nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist wieder nichts geworden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wieder nichts geworden. Da kam uns übrigens der Onkel gerade, ne? Der blöde Sack, der. Ja, ich glaube, wir haben wieder verkackt. Ich wäre dafür, wir hauen ihm ein paar in die Schnauze. Wir holen ihm jetzt ein paar in die Schnauze dafür. Was nicht geht. Na toll, kann ich ihn in die Schnauze hauen. Ja, der will den auch wieder nicht. Ja, irgendwie habe ich da schon wieder was falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich war eigentlich der Meinung, dass der jetzt gut sein müsste. Scheint nicht so. Gut. Das haben wir verkackt, würde ich sagen. Alles Klärchen, Malärchen. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt, versuche nochmal die Kiste anzuschmeißen und fahre schon mal in die Stadt. Und wir sehen uns gleich wieder in der Stadt. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Nach einem erweiterten Neustart habe ich es dann geschafft, ihn wieder hierher zu bringen. Jetzt gehen wir noch einkaufen. Ja, die Rückfahrt werde ich euch ersparen. Ist ein bisschen blöd gerade. Wir nehmen mal hier noch ein bisschen was mit von. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, neue Flaschen brauchen wir auf jeden Fall. Neue Flaschen brauchen wir auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Ein paar Würstchen nehmen wir mit. Na komm, gib her die Würstchen. Müssen wir gucken, dass wir wieder an Kohle kommen. Das ist doch schon wieder Fettkohle hier, was wir hier lassen. Nun gut, dann komm her hier. Was geht ja noch? Das ist ja noch harmlos. Aber ich glaube, ich habe eine Kiste Bier vergessen, weil ich habe irgendwo eine Kiste Bier verloren und ich weiß nicht wo. Na, Schnäppchen. Wir schnappen uns den Kram. Da rein. So, da packen wir noch schön in den Trabi rein. So, das kommt da rein. Oh, mach die Tür auf. Mach auf. Ah, das ist jetzt blöd, ne? Ah ne, es liegt ja im Beutel, ne? Wir haben das ja alles im Beutel drin. Schmeißen wir das da mal rein. Ja, mach die Kiste zu.
Und ab geht's. So, ich werde dann nach Hause fahren. Die Fahrt erspare ich euch jetzt. Weil, ja, ist einfach so. Nehmt euch noch ein Stück mit aus der Stadt raus. Und dann war's das für heute. Moment. Moment. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Seht ihr, was ich sehe? Er muss was trinken. Er muss jetzt erstmal ein Bierchen zischen. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Eine Abmoderation gibt es jetzt hier. Ich wünsche euch in diesem Sinne was. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und tschüss. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.